Hi Leute! Oh, herzlich willkommen zu Transocean 2 Rivals. Ja, Rivals. Mit mir, McManus. So, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum hat der Manus das Spiel schon? Kommt da erst am 11. raus? Ja, ganz einfach, weil ich cool bin. Und deswegen habe ich das schon gekriegt. So, und kann euch natürlich ein bisschen was zeigen. Aber natürlich. Im Endeffekt noch wichtiger ist, was wollen wir machen, weil wir haben ja schon ein paar Folgen veröffentlicht. Und zwar mit dem Randy zusammen im Multiplayer. Aber ich möchte euch den Singleplayer natürlich auch noch zeigen. Okay. Warte mal, hier gibt es verschiedene Sachen. Okay, das sehe ich auch gerade. Spiele eine zeitlich begrenzte Partie gegen KIs, wollen wir nicht. Spiel die Geschichte von Transocean 2. Rivals. So machen wir es. Kapitel 1. Phönix aus der Asche. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also Leute, so geht das hier nicht. Die Mucke ist mal viel zu laut. So. Musik ist zu laut. Wir müssen... Das müssen wir so machen. Das müssen wir so machen. So. Effekt, Umgebung, Schiffe, Sprachausgabe. Okay. Nein, 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 nein. So, warte jetzt aber. Sie dachten nach Transocean The Shipping Company. Trotzdem leise. Hätten Sie den Olymp der Räder ganz für sich allein gehabt? Da haben Sie die Rechnung ohne neue und alte Rivalen gemacht. Ey, bringt auch nichts. Moment, ich krieg das noch eingestellt. Klicksound, Effekte, Umgebung, Schiffe, Sprachausgabe. So. Die Maus so schnell. So, jetzt aber. Sie dachten nach Transocean The Shipping Company, jetzt geht's. Hätten Sie den Olymp der Räder ganz für sich allein gehabt? Da haben Sie die Rechnung ohne neue und alte Rivalen gemacht. Sehen Sie nun, was aus Ihnen wurde und stellen Sie sich der Vergangenheit und der neuen Herausforderung. Ja, na, machen wir das doch. Ach so, Ziel 1. Mindestens 20 Aufträge fristgerecht abliefern. Ziel 2. Mehr fristgerechte Aufträge als der Gegner abliefern. 10 Millionen mehr als der Gegner auf dem Konto haben. Oh. Zeit 4 Monate. Moment. Okay. Renommierter Reeder meldet Insolvenz an und verliert alles. Oh, jetzt Gerüchte die Story. Geschmierte Anwälte, Saboteure und Piraten wollen nicht verstummen. Doch wer hat sie dem Reeder auf den Hals gehängt? Reedereiberater Patrick Holstein hinter Gittern. Investorin Megan R. Boyle spielt mysteriöse Rolle. Der Beginn eines Rachefeldzugs? Renommierter Reeder nach der Insolvenz. Rückzug nach Alaska. Beschauliches Leben als Schlittenhundführer. Das traurige Ende eines Tycoons? 5 Monate später. Hallo. Ich weiß, Sie kennen mich nicht, aber wir haben einen gemeinsamen Freund. Ich bin Patrick Holsteins Schwester, Patricia. Ich bin so froh, Sie endlich gefunden zu haben. Ja. Sie müssen mir helfen, Patrick aus dem Knast zu holen. Sie sehen es vermutlich als 25 Millionen bezahlen können. Nicht oh mein Gott. Doch ich bin nicht ohne einen Plan zu Ihnen gekommen. Na, da bin ich ja froh. Einen guten Plan. Ein guter Plan. Ich habe mich die letzten Monate wir die Tat umsetzen. In die Reedereiwirtschaft eingearbeitet und alles gegeben, aber alleine schaffe ich es nicht. Nee. Ich brauche Sie. Gerade wenn die Gerüchte stimmen, dass diese Boyle Patrick hinter Gitter gebracht hat. Wow, ich habe einen Kredit aufnehmen können, den wir für Ihre Reedereigründung benutzen können. 10 Millionen. Und mit dem Geld ein Konto. Okay, Sie wohnen gerade in Anchorage? Dann platzieren wir Ihr Hauptquartier auch genau dort. Klicken Sie diesen Hafen einmal an. So sieht also Ihre neue... Ja, das weiß ich alles schon hier. Bla, bla, bla. So, haben wir die ersten 2 Millionen schon durchgebraten. Ein Schiff ergattern können, aber es ist bei weitem nicht das Beste. Ein Feeder-Containerschiff ist es leider nur. Feeder sind übrigens die kleinsten Containerschiffe. Weiß ich. Die können in alle Häfen. Gut, dann suchen wir mal Aufträge für das Schiff aus, ja? Möchten Sie nun eine Einführung ins Spiel bekommen? Ne. Möchtest du wirklich abbrechen? Ja. Genauso will ich das machen. So, was müssen wir machen? Kleiner Moment, wir machen jetzt einfach eine Auftragsliste. Guck mal. Zack. Zack. Hier, problemlos haben wir gleich 5 Aufträge am Start, mein Freund. 5. Hallo, ich wollte mich einmal vorstellen. Clark Masterson. Ich habe gesehen. Ja. Nun, in diesem Gebiet ist meine Reederei führend. Ach, und ich noch, nicht vor, mein Freund, noch. Sie denken, Ihre Reederei hat das Zeug mitzuhalten? Lassen Sie es uns heraus. Ha, wenn der wüsste.
Von wegen Anfänger. Pah. Sie sind in Aufgaben doch klar, easy, oder? Alter. Zeigen Sie diesem Clark Masterson, was Aufträge aufladen. Zack, da hauen wir hier erstmal die Textilien quer durch den Ozean, würde ich mal sagen. So, warte mal, jetzt müssen wir einmal zurück. Wir legen nämlich ab. Wo fahren wir überhaupt hin? Ach nee, da oben sind wir. Na, hier ein Hafen weiter, easy. So, der fährt auch schon eins weiter. Ah, jetzt können wir auch spulen. Das ist natürlich schön. So. Okay. So, und dann sind wir nämlich hier schon angekommen. Aber schade ist, dass wir nicht diese Übersicht haben wie im Multiplayer. So, da haben wir erstmal fast eine Mio gemacht, ne? Da guckt er nämlich nicht schlecht. Der Onkelmeister. So heißt er. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Los Angeles, Anshore, da fahren wir direkt wieder zurück, mein Lieber. Direkt wieder zurück. Das passt auch alles mit der Zeit. Bestätigen. Und ablegen. So. Zack, direkt wieder zurück. Ich weiß nur noch nicht so recht. Wo sehe ich denn? Wieso hat denn der 15? 8, 15, lol. Moment, Moment, Moment. Pause geht ja wieder nicht, ne? Wo bin ich denn? So, 1,4 Millionen zum Hafen. Dann schauen wir uns ganz kurz. Das ist ja erstmal nur Auftragsschieberei hier. Los Angeles ist darunter. Da können wir eventuell, wenn Doodle hier auch nochmal richtig cashen, oder? Oh ne, die gehen nicht aus. Die gehen nicht aus. Ne, das wird nichts. Doch, aber warte mal, wir machen das hier. Nehmen den noch mit. Und den noch mit. Dafür lassen wir den, weil das schaffen wir zeitlich nicht. Und den nehmen wir auch noch mit. Zap, 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 zap. Aufladen. So, bestätigen. Und wir müssen, Moment, tanken, tanken. Wo ist das Schiff? Wo ist das Schiff? Hier ist das Schiff. Tanken, betanken und ablegen. Da wollen wir hin. Ablegen. So. Okay, jetzt können wir nochmal ganz in Ruhe gucken. Hier. Mindestens 20 Aufträge. Bla, bla, bla. Mehr fristgerechte Aufträge als der Gegner. Bla, bla, bla. Okay, das ist aber hart. Na gut, es hat ja auch erst angefangen. Wir müssen mal schauen. Wir müssen so schnell wie möglich... Wir haben ja so einen Anker. Wir müssen mal schauen, dass wir so schnell wie möglich... Der fährt ja auch nur hin und her. Was ist das für ein Lappen, ey? Der vor allen Dingen hat ja einen kürzeren Weg, dieser Arsch. Schlepperstreik. So. Okay. Wir laufen ein in den Hafen. Der hat schon 13 Aufträge. Jetzt machen wir den aber platt. So. Eine Schlepperreederei streikt. Sie müssen selber Hand anlegen. Das dauert zwei. Manuell. Manuell anlegen. So, dann können wir uns das hier gleich mal reinziehen, wie das hier funktioniert. Meine Freunde. Wo muss ich hin überhaupt? Da vorne ist irgendwo mein Anlegeplatz. Oh Gott. 10 Knoten schafft das Teil nur? Das ist ja auch lächerlich, oder? Das ist nur die Frage, muss ich hier rein oder da drüben? Moment mal. Ich muss dann niemals hier anlegen. Müsste da drüben hin. Hat man seinen Bugstrahlruder oder sowas? Nee, haben wir nicht, ne? Oh, war wieder so klar. AD, nee, WS, M, nee, scheiße. Ach komm, leck mich doch am Arsch. So, und jetzt in die andere Richtung, wenn es geht. So ein Schiff sind wir schon mal gefahren? Sind wir schon mal gefahren? Ist eigentlich alles kein Problem. Freunde. Wir müssen jetzt nur hier rum. Einfach schön hier rum. Oh.
War das was? Oh Gott, ey. Hätte ich nur die 2 Tage abgewartet, ey. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit jetzt hier vergeht. Keine Ahnung, wie weit das Ziel einfach mal weg ist. Sie verlassen die erlaubte Zone. Kehren Sie sofort um. Ja. Bleibt da mal geschmeidig jetzt. So. Jetzt düsen wir erstmal hier vor, ihr Lappen. 1700 Meter noch. Sehr gut. Boah, unser Schiff 89%. Ey, wenn ich das schon wieder lese, dann wird mir schlecht. So, ist das jetzt hier? Nee. Hätten wir noch 1400 Meter. Das ist da hinten irgendwo, oder? Ach, leck mich am Arsch. Ich muss da rum. Da hinten. Ach, du Kacke. Was heißt denn das? Kein Problem. Weiterfahren. Ja, dann müssen wir halt tatsächlich da hinten durch, ne? Nützt ja nichts. Das ist ja ein Mist. Da müssen wir jetzt wirklich da hinten rum. Oh, ne. So eine Scheiße. Oh Mann. Ich bin mal gespannt, wie die Kampagne hier wird, ey. Ich habe ja gehört, sie soll doch recht schwer werden. Oder recht schwer sein. Schauen wir mal. So, mal ein bisschen Gas wegnehmen hier. So, hier mit dem Arsch schön rumdriften. Ne? Weil fährst du quer, siehst du mehr. Kennt ihr ja alle. Da hinten müssen wir anlegen. So. Das Ding ist so langsam. Ich glaube, unser. Ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie das zeittechnisch gezählt wird. 3-4 Minuten haben wir jetzt fast gebraucht, wir jetzt hier schon für das Anlegemanöver. Keine Ahnung, wie das zeittechnisch gezählt wird. Also, puh. Bin ich mir nicht sicher. Also, jetzt ist ja für den Gegner. Weil der Streik dauert immer noch 2 Tage. So wie quasi, wo wir in den Hafen eingelaufen sind. Und ja, von daher denke ich, passt das mit der Zeit ja so halbwegs. So. So, den Bock hier mal ein bisschen gerade ziehen. Dann da hinten schön reindriften lassen. So. Schon mal hier ein bisschen langsamer werden. Voll rum, wa? Und hoffen, dass wir die Mauer nicht rammen. Könnte was werden. Vielleicht. Sieht nicht schlecht, oder? Oh, jetzt nur noch gerade. So, jetzt mal Gas geben. Und, ey, Leute, das ist eine Punktlandung. Schiff angedockt. Sehr gut. Die Hafencrew. Plus 50% Prämienbonus. LOL. Haben, bekommen Sie einen Bonus auf alle hier abgelieferten Aufträge. Viel Spaß mit dem Geld. Das sehe ich da aber mal genauso. So, dann. Wir fahren. Schitte. Wir fahren als nächstes nach Los Angeles. Können wir hier noch ein bisschen was mitnehmen? Hier, den können wir mitnehmen. Den können wir mitnehmen. Und den können wir mitnehmen. Nach Los Angeles. Passt. Steht. Oh, lol. Den schaffen wir nicht mehr, oder? Eine Ablegen. Schipperederei streikt. Sie müssen selber Hand anlegen und ihr Schiff steuern. Oder sie warten das Ende des Streiks ab. Ich warte das Ende des Streiks ab. So, wir sind unterwegs. Ah, ich glaube, das wird. Ich glaube, den einen Auftrag, den werden wir nicht ganz schaffen. Wie viel hat denn der jetzt schon? 15. Boah, der ist aber schnell, der Boy. Das gibt's doch gar nicht. Mich würde mal interessieren, wie lange wir Rest haben. Restzeit, wisst ihr? Der fährt nur hier hin und her. So, ey, so ein Nichtskönner. Jetzt mal ohne Mist.
2,6 Millionen. Das haben wir richtig krasse gemacht, auf jeden Fall. Zum Hafen. Okidoki. Dann brauchen wir... Entschuldigung. So, dann brauchen wir... Ich muss ja Schiff fahren. Ich bin voll im Stress. Nicht mehr so lange. Das wird nichts. Das wird... Nehmen wir lieber den, oder? Ne, warte mal, den, der ist noch besser. So, wo ist das hin? Da runter. Aufträge beladen, bestätigen. Jetzt haben wir schon wieder einen, der gerade so nicht mehr geht. Tanken. Tanken. Ey, hallo. Ablenken. Aber zackig. So, jetzt fahren wir da runter. So. Kurz mal vorspulen. Und 1,5... Ja, 1,36 Millionen. Ist ja schon mal geil, ne? Dann. Oh, das sieht gut aus. Oh, die können wir alle nehmen. Alle. Schnell aufladen und schnell ablegen. Bestätigen und ablegen. So. Ich weiß gar nicht, hat das mit dem Sprit jetzt hingehauen? Wo ist unser Schiff? Ist das unser Schiff? So, warte mal. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. 19. Oh, jetzt. Du Bob, du. So, 13,6, okay, das passt also. Wir schauen mal. Ich denke, das könnte was werden. Warte mal, wir fahren... Ach, wir fahren bis ganz da hoch, okay, lol. Dann... Zap, zap, zap. Schon wieder Schlepperstreik. Na gut, dann würde ich aber sagen, meine lieben Freunde, hier machen wir erstmal einen kurzen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Transocean, der Kampagne im Singleplayer. Lasst mir das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, euer Manus. Tschüss.